Dies ist die Geschichte der gigantischen Schlacht, die die Armeen von Hitler und Stalin in der eisigen Kälte des russischen Winters um die Stadt Leningrad geschlagen haben. Hier kämpften und starben die Soldaten der Wehrmacht und der Roten Armee. Die deutschen Truppen litten unter erheblichen Nachschubproblemen und waren ihren Gegnern zahlenmäßig unterlegen. Die sowjetischen Truppen mussten nicht weniger leiden. Auf beiden Seiten gab es unendliche Verluste. Im Rahmen des Unternehmens Barbarossa wurde die Stadt Leningrad von Ende 1941 bis zum Frühjahr 1944 von der Wehrmacht belagert. Die Blockade dauerte 900 Tage und sollte mehr als 600.000 Opfer fordern. Die Rote Armee ging aus der erbarmungslosen Schlacht als Sieger hervor. Die Soldaten der Heeresgruppe Nord hatten am Ende alles verloren. Die meisten von ihnen kehrten aus diesem Krieg nie mehr zurück. Als Adolf Hitler Ende 1940 den Überfall auf die Sowjetunion beschloss, begann General Erich Marx unverzüglich damit, einen Operationsplan auszuarbeiten. Sein Entwurf sah einen zangenförmigen Vorstoß durch zwei große Heeresgruppen mit über 3,5 Millionen Soldaten vor. Die Heeresgruppe Nord sollte Leningrad einnehmen, dann nach Süden vorstoßen und Moskau erobern. Gleichzeitig sollte die Heeresgruppe Süd nach Odessa am Schwarzen Meer vorrücken. Während des Winters 1939 war Finnland in einen ungleichen Krieg mit der Sowjetunion verwickelt worden, den finnisch-sowjetischen Winterkrieg. Unter dem Kommando von Feldmarschall Mannerheim hatten sich die Finnen mit aller Kraft dem russischen Angriff widersetzt. Nach ihrer Niederlage mussten sie strategisch wichtige Gebiete rund um Leningrad abtreten. Großbritannien verweigerte Finnland jede Hilfe, worauf sich die Finnen 1941 an Deutschland wandten. Hitler hoffte, Finnland für einen Krieg gegen die Sowjetunion gewinnen zu können, doch die Finnen wollten nur die alten Grenzen wiederherstellen. Auch wenn Finnland während der Belagerung von Leningrad nur eine kleine Rolle spielte, seine Weigerung, sich an der Niederwerfung der Sowjetunion zu beteiligen, sollte für Hitler fatale Folgen haben. Der Plan von Erich Marx sah vor, dass die Heeresgruppe Nord Leningrad einnehmen und sich dann mit den Finnen zusammenschließen sollte, um gemeinsam alle im Baltikum stehenden russischen Truppen auszuschalten. Erst dann sollte Moskau von Norden und von Westen her eingenommen werden. Adolf Hitler war von Anfang an nicht in der Lage, in seinem Russlandfeldzug klare Prioritäten zu setzen. Nach zahllosen Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten wurde der Operationsplan geändert. Nun wollte man drei Heeresgruppen mit unterschiedlichen Zielen aufstellen. Die Heeresgruppe Nord sollte Leningrad einnehmen, die Heeresgruppe Mitte Moskau und die Heeresgruppe Süd Odessa. Angesichts dieser hochgesteckten Ziele bestand jedoch die Gefahr, dass die deutschen Kräfte überstrapaziert werden könnten. Etliche Kommandeure sprachen sich vehement gegen dieses Unternehmen aus. Doch Hitler weigerte sich, auf die Bedenken seiner Stabsoffiziere zu hören. Seine Befürchtung, wenn er die Offensive auch nur um ein Jahr verschieben würde, könnten ihm die Massen, die ihn für seine bisherigen Siege so frenetisch bejubelt hatten, die Zustimmung für die nächsten risikoreichen Unternehmungen verweigern. Und welches Unternehmen hätte gewagter sein können als die Zerschlagung der Sowjetunion? Am
Nach den Siegen in Polen, Norwegen, Frankreich und auf dem Balkan gingen die deutschen Truppen, die für das Unternehmen Barbarossa zusammengestellt wurden, von einem kurzen Feldzug aus, der die bisherigen Erfolge absichern sollte. Hitler war davon überzeugt, dass die Rote Armee ebenso schnell niedergeschlagen werden könnte wie die gegnerischen Truppen, mit denen die Wehrmacht bisher zu tun gehabt hatte. Im Frühling 1941 fragte Generalfeldmarschall von Rundstedt, der den größten Teil des Ersten Weltkriegs an die Ostfront abkommandiert gewesen war, Hitler gerade heraus, ob ihm bewusst wäre, was ein Überfall auf die Sowjetunion bedeuten würde. Generalfeldmarschall von Brauchitsch und sein Generalstabschef General Halder rieten Hitler ebenfalls dringend von diesem Feldzug ab. Doch Hitler hielt an seinem Entschluss fest. Von Rundstedt, Befehlshaber der Heeresgruppe Süd, hielt mit seiner Meinung über den geplanten Feldzug nicht hinter dem Berg. Dieser Krieg gegen die Sowjetunion ist unsinnig und wird kein gutes Ende nehmen. Doch wenn er aus politischen Gründen unvermeidlich ist, müssen wir der Tatsache ins Auge sehen, dass er nicht in einem einzigen Sommerfeldzug geführt werden kann. Man muss sich nur die Entfernungen ansehen. Wir können nicht den Feind vernichten und innerhalb weniger Monate ganz Westrussland vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer besetzen. Wir werden uns auf einen langen Krieg einstellen und die Ziele Schritt für Schritt angehen müssen. Zuerst muss eine schlagkräftige Heeresgruppe Nord Leningrad und Umgebung einnehmen. Das ermöglicht uns, uns mit den Finnen zusammenzuschließen, die Rote Flotte im Baltikum zu vernichten und unseren Einfluss in Skandinavien auszuweiten. Die Heeresgruppe Mitte und die Heeresgruppe Süd stoßen zunächst bis zur Linie Odessa, Kiew, Orscha, Ilmensee vor. Sollte uns dann dieses Jahr noch genügend Zeit bleiben, kann die Heeresgruppe Nord von Leningrad aus auf Moskau vorrücken und die Heeresgruppe Mitte von Westen aus. Alle anderen Operationen sollten bis 1942 warten, wenn wir anhand der dann aktuellen Situation das weitere Vorgehen planen. Hätte Hitler von Rundstedts Empfehlungen beachtet, wären die kommenden Konflikte sicher anders verlaufen. Doch er beharrte auf seinen Ansichten und lehnte den Rat seiner Offiziere ab. Während die deutschen Streitkräfte nach 1933 unter Adolf Hitler zu einer schlagkräftigen Armee ausgebaut wurden, bezichtigte Stalin einen Großteil seiner militärischen Führungsspitze der Verschwörung. Im Rahmen der sogenannten Großen Säuberung verlor die Rote Armee 3 von 5 Marschällen der Sowjetunion, alle stellvertretenden Verteidigungsminister, 75 von 80 Mitgliedern des obersten Militärsowjets, alle Kommandeure der Militärdistrikte, 13 von 15 Heeresführern, mehr als die Hälfte aller Korpskommandeure und rund 30% aller Offiziere. Stalin wollte um keinen Preis in den Krieg in Westeuropa hineingezogen werden. Er schloss Neutralitäts- und Nichtangriffspakte mit Großbritannien und Deutschland und hoffte, dass sich beide einen verlustreichen Krieg im Westen liefern würden. Nicht einmal ein Jahr später zerplatzten Stalins Hoffnungen auf einen Krieg, der Hitler und seine Gegner in Westeuropa binden würde. Durch die erfolgreiche Taktik des Blitzkriegs waren Dänemark, Norwegen, die Niederlande, Belgien und Frankreich in rascher Folge unterworfen worden. Der deutsche Balkanfeldzug und der Angriff auf Griechenland 1941 bereiteten den Boden für weitere Konflikte. Auch wenn Stalin einsehen musste, dass sich ein Krieg mit Deutschland kaum noch verhindern ließ, rechnete er nicht damit, schon 1941 angegriffen zu werden. Er ging davon aus, die Sowjetunion hätte bis zum Frühjahr 1942 für ihre Kriegsvorbereitungen Zeit. Seine Wutausbrüche angesichts gegenteiliger Aussagen waren so gefürchtet, dass seine Untergebenen entsprechende Geheimdienstinformationen vor ihm zurückhielten. Als die deutschen Vorbereitungen für das Unternehmen Barbarossa auf Hochtouren liefen, unternahm Stalin mehrere fast schon verzweifelte Versuche, Hitler zu beschwichtigen.
Im November 1939 verkündete er in einem Interview mit der Pravda, Deutschland hätte nicht Großbritannien und Frankreich angegriffen, sondern umgekehrt. Er verbot der Presse den Abdruck jeder Kritik an Deutschland und entzog der norwegischen und belgischen Regierung im Exil die Anerkennung. Als Griechenland und Jugoslawien im Jahr darauf nach dem deutschen Einmarsch kapitulierten, verwies Stalin den jugoslawischen Botschafter aus Moskau und lehnte es ab, die griechische Exilregierung anzuerkennen. Mit diesen Zugeständnissen an Hitler versuchte der sowjetische Diktator Zeit zu gewinnen. Doch die Atempause reichte nicht aus, um die Schwächen der Landesverteidigung zu beheben. Für die Verteidigung Leningrads war die Nordwestfront unter dem Kommando von Kuznetsow vorgesehen. Theoretisch waren die sowjetischen Truppen den Deutschen zahlenmäßig überlegen und besser mit Panzern, Geschützen und Kampfflugzeugen ausgestattet. Praktisch war die Rote Armee derart demoralisiert von den internen Umbrüchen, dass sie auf einen Krieg mit Deutschland kaum vorbereitet war. Hinzu kam, große Teile ihrer Ausrüstung waren technisch überholt oder unbrauchbar, mit dem Ergebnis, dass die sowjetischen Truppen ihrem Gegner in den ersten Monaten deutlich unterlegen waren. Stalins Säuberungen hatten dazu geführt, dass die Rote Armee weniger denn je in der Lage war, die straff geführten, gut organisierten Truppen der Wehrmacht zu schlagen, die zudem erfolgreich aus den letzten großen Schlachten hervorgegangen waren und fest an ihren Sieg glaubten. Vielen russischen Divisionen fehlten 6.000 bis 7.000 Mann. Man hatte sie für die Entwicklung und den Bau neuer Panzer und Kampfflugzeuge abgezogen. Nur eines der 6 mechanisierten Korps war vollständig ausgerüstet. Drei der 4 motorisierten Divisionen verfügten über gar keine Panzer. Bei der 4. waren fast alle völlig veraltet. 4 Korps konnten nur ein Viertel der ihnen zugeordneten Panzer nutzen. Und bei 4 weiteren Korps musste erst einmal jedes dritte Fahrzeug repariert werden. So gesehen waren die Rote Armee und die Wehrmacht keine gleichrangigen Gegner. Artilleriefeuer! In Westrussland hatte die Rote Armee 5 Millionen Soldaten stehen, 1 Million davon im Raum Leningrad. Am 21. Juni 1941, einen Tag vor dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion, verfügte die Rote Armee über 23.108 Panzer. Davon waren gerade einmal 8.000 in gutem, kampfbereitem Zustand. 1.200 kamen in Leningrad zum Einsatz, darunter viele veraltete T-26, T-28 und T-35 Modelle. Schwere, unbewegliche Panzer, bei denen es im Gefecht immer wieder zu verhängnisvollen Ausfällen kam. Im Juni 1941 wurde die Heeresgruppe Nord von Generalfeldmarschall Wilhelm Ritter von Leeb befehligt. Ihr waren 2 Armeen unterstellt. Die 16. kommandiert von Feldmarschall Busch und die 18. Armee kommandiert von General von Küchler. Für den ersten Sturm im Rahmen des Unternehmens Barbarossa waren ihr zusätzlich starke Panzerverbände unterstellt. Die Panzergruppe 4 unter dem Kommando von General Höppner. Hinzu kam die Luftflotte 1, kommandiert von General Keller.
Deren Stukas sollten bei dem Überfall auf die Sowjetunion ins Kampfgeschehen am Boden eingreifen und die Armeen unterstützen. Unterstützung von See sollte vom Marine-Gruppenkommando Nord kommen. Die Angriffspläne dafür wurden von Admiral Karls und seinem Stab ausgearbeitet. Wilhelm von Leeb hatte einen ausgezeichneten Ruf als Kommandeur. Seit Beginn des deutschen Angriffs auf Frankreich am 10. Mai 1940 unterstand ihm die Heeresgruppe Mitte. Ihre Aufgabe, die Maginot-Linie zu überrennen. Nach dem Sieg über Frankreich wurde Leeb zum Generalfeldmarschall befördert. Bei seinen militärischen Erfolgen war er von einigen der besten Kommandeure unterstützt worden, die die Wehrmacht zu dieser Zeit hatte. Da sie von den Erfahrungen im Krieg gegen Polen, Frankreich, Norwegen und dem Balkan profitieren konnten, waren die deutschen Kommandeure den russischen in taktischen Dingen oft überlegen. Für den Russlandfeldzug standen der Heeresgruppe Nord mehr als 800.000 Soldaten und 800 Panzer zur Verfügung, unterteilt in 3 Panzerdivisionen, 3 motorisierte Infanteriedivisionen, 20 Infanteriedivisionen und 3 Sicherungsdivisionen. Anfang 1941 mussten noch 4/5 aller Soldaten wie zu Napoleons Zeiten zu Fuß in den Krieg ziehen. Motorisierte Einheiten waren damals in der Minderheit. Die gesamte Kriegsausrüstung, alle Geschütze und schwere Waffen wurden mit Pferden transportiert. 200.000 Tiere standen der Heeresgruppe Nord dafür zur Verfügung. Die Heeresgruppe Nord besaß 1.200 Geschütze, 600 Panzer und 430 Kampfflugzeuge. Die meisten Panzer waren den russischen Modellen technisch überlegen und vor allem in einem besseren Zustand. Die Heeresgruppe Nord kann gewissermaßen als ärmliche Verwandtschaft der Heeresgruppen Süd und Mitte bezeichnet werden. Doch auch wenn sie weniger gut ausgerüstet war und über weniger Soldaten verfügte, in den folgenden Monaten gelang es ihr, alle Angriffsziele zu erobern. Hitlers Außenminister Joachim von Ribbentrop hatte im August 1939 den deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffspakt zum Abschluss gebracht. Doch Stalin war klug genug, Hitlers Expansionsbestrebungen genau im Auge zu behalten. In einem geheimen Zusatzprotokoll wurden die beiderseitigen Interessen in Osteuropa festgehalten. Hitler und Stalin verständigten sich darin über die Teilung Polens. Aus Stalins Sicht musste die Sowjetunion expandieren, um eine möglichst breite Barriere zwischen den von ihr besetzten Gebieten und Nazi-Deutschland zu errichten. Die von Deutschland initiierten Geheimverhandlungen garantierten Stalin freie Hand im Baltikum und in Finnland, was schon bald zum finnisch-sowjetischen Winterkrieg führte und die Finnen später veranlasste, die von Russland eroberten Gebiete zurückzufordern. Hinter dem vorgelagerten Puffer des annektierten Ostpolen hoffte Stalin darauf, dass sich Deutschland und die westlichen Alliierten gegenseitig im Kampf aufreiben würden, wie sie es schon im Ersten Weltkrieg getan hatten.
Die russischen Kampfflugzeuge aus den ersten Kriegstagen waren mittlerweile überholt. Jagdflugzeuge wie der schwere Doppeldecker Polikarpow I-153 und die Polikarpow I-16 Rata konnten nicht mehr mit den deutschen Kampfflugzeugen neuerer Generation mithalten. Die Messerschmitt Bf 109 beispielsweise war deutlich schneller und wendiger als alles, was die Rote Armee ins Feld führen konnte. Am 22. Juni 1941 wurde um 4 Uhr morgens das Codewort Dortmund durchgegeben. Das Unternehmen Barbarossa, der deutsche Überfall auf die Sowjetunion, begann. Da die Angriffe ohne jede vorherige Kriegserklärung erfolgten, konnten die deutschen Truppen die russischen Stellungen regelrecht überrennen. Auf ihrem Weg nach Leningrad wurde ihnen in den ersten Tagen kaum Widerstand entgegengebracht. Angesichts seiner fatalen Fehleinschätzung der militärischen Situation geriet Stalin in Panik. Während seine Stabschefs noch versuchten, sich einen Überblick über das aktuelle Geschehen zu verschaffen, befahl er, an der ganzen Front sofort zum Gegenschlag überzugehen. Als die ersten Berichte über die Vernichtung starker sowjetischer Verbände eintrafen, stand er kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Alles, was Lenin erschaffen hat, haben wir für immer verloren, erklärte er, bevor er sich bis zum 3. Juli in seine Datscha zurückzog. Das Oberkommando der Roten Armee hatte früher oder später mit einer deutschen Offensive gerechnet, war aber immer von einem konventionellen Aufeinandertreffen der Truppen entlang der Front ausgegangen. Die Konflikte würden sich der Reihe nach an unterschiedlichen Abschnitten entwickeln und sich über Tage oder Wochen hinziehen. Wenn überhaupt, käme es erst danach zu einem übergreifenden Krieg. Tatsächlich stießen die deutschen Truppen dank der Blitzkrieg-Taktik so schnell vor, dass sich die ersten Fahrzeugkolonnen der Panzergruppe 4 bereits wenige Stunden nach Beginn der Invasion der Stadt Riga näherten, die 80 Kilometer hinter der russischen Grenze lag. Diese erweiterte Form des Blitzkriegs mit dem massierten Einsatz von Panzern erwischte die Rote Armee völlig unvorbereitet. Selbst die kriegserfahrenen älteren sowjetischen Kommandeure wussten den deutschen Angriffen zunächst nichts entgegenzusetzen. Innerhalb von 48 Stunden geriet die Situation außer Kontrolle. In den Stabsstellen herrschte das blanke Chaos. Viele Kommandeure wussten nicht, wo sich ihre Truppen befanden und unter welchen Bedingungen sie gerade kämpfen mussten. Hinzu kam, es gab kaum Informationen über die deutschen Truppenbewegungen. Nicht einmal der Geheimdienst konnte sagen, worauf die nächsten Angriffe der Wehrmacht abzielten. Nur eines stand fest. Der Nordwesten der Sowjetunion stand kurz vor dem Zusammenbruch. Daraufhin verfuhr Stalin wie gehabt. Er ließ die meisten Kommandeure an der Front gefangen nehmen und erschießen. Infolge der Konfusion, die nun in der Roten Armee herrschte, lösten sich viele Divisionen auf. Immer mehr Verbände fanden sich plötzlich ohne militärische Führung wieder. Unter dem Kommando von Feldmarschall von Leeb zog die Heeresgruppe Nord an den orientierungslosen russischen Einheiten vorbei, rückte ins Baltikum vor und stand schon bald kurz vor Riga, der Hauptstadt Lettlands. Die Gefangenenzahlen gingen in die Millionen. Große Teile der Ausrüstung wurden von den Invasoren erbeutet oder zerstört.
Viele deutsche Kommandeure und Soldaten dachten, die Kapazitäten der Roten Armee seien damit erschöpft. Russische Kriegsgefangene bestätigten, dass der deutsche Überfall völlig unerwartet gekommen war. Moskau, so glaubten sie, wäre bald in deutscher Hand. Hitler hatte sogar schon ein Pionierbataillon der Heeresgruppe Mitte dazu abgestellt, den Kreml zu zerstören, sobald Moskau eingenommen wäre. Unter der Leitung von Josef Goebbels bereitete das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda bereits eine Verlautbarung vor, in der es hieß, der Krieg im Osten sei praktisch gewonnen und die Rote Armee vernichtet. In den ersten Wochen nach dem Überfall auf die Sowjetunion erfolgten auch die Luftangriffe nach der typischen Blitzkrieg-Taktik. Plötzliche Angriffe der Sturzkampfbomber sollten der Luftwaffe der Roten Armee keine Zeit lassen, eine stabile Verteidigung zu organisieren. Panzereinheiten durchbrachen schlecht verteidigte sowjetische Stellungen und stießen schnell in die Tiefe vor. Ende Juni besetzte die Heeresgruppe Nord Litauen, am 1. Juli Riga und am 24. August Reval in Estland. In wenigen Wochen brachte sie das ganze Baltikum unter ihre Kontrolle. In Städten wie Riga wurden die deutschen Truppen von der Bevölkerung zunächst freudig begrüßt. Man sah sie als Befreier der Länder an, die seit 1940 von der Sowjetunion besetzt waren. Viele Freiwillige meldeten sich, um die Wehrmacht im Kampf gegen die Rote Armee zu unterstützen. Oft wurden die deutschen Soldaten mit Blumen beschenkt. Der Jubel war groß und kam von Herzen. Die deutschen Seestreitkräfte unterstützten das Unternehmen Barbarossa, indem sie die Aktivitäten der sowjetischen Marine behinderten, wo es nur ging. Unter dem Kommando von Admiral Rolf Karls, Oberbefehlshaber des Marinegruppenkommandos Ost, legten sie mehrere tausend Minen. Sie führten ihren Auftrag selbst dann noch aus, als die Rote Armee schwere Luftangriffe gegen sie flog. An Land unterstützten die schweren Fahrzeuge der Panzergruppe 4 das Vorrücken der Heeresgruppe Nord. Doch die wenigen schlecht ausgebauten Straßen im Baltikum und in Nordrussland forderten ihren Tribut. Viele Panzer kamen nur schleppend voran oder blieben liegen. Der aufgewirbelte Staub führte zu schweren Schäden. Beim Durchqueren trockener Regionen versandeten die Motoren. Viele Panzer hatten keinen Staubfilter. Und bei denen, die damit ausgerüstet waren, verstopften sie in kürzester Zeit. Der feine Sand drang in die Motoren, sie fraßen sich fest. Bei anderen Modellen ließ die Motorleistung nach, wodurch der Treibstoffverbrauch rapide anstieg. Doch die sandigen Pisten verursachten nicht nur technische Probleme. Die kilometerlangen Konvois aus Panzern und Lastwagen wirbelten gewaltige Staubwolken auf. Sobald sie von der feindlichen Aufklärung entdeckt wurden, startete die Rote Armee massive Luftangriffe, wodurch es zu hohen Verlusten auf deutscher Seite kam. Trotz der Unterstützung durch die Panzergruppe 4 kamen die schnellen Vorstöße der ersten Wochen zum Erliegen, als die Heeresgruppe Nord im August die Stalinlinie erreichte. Die Stalinlinie sollte das Land vor westlichen Aggressoren schützen.
Man hatte mit ihrem Bau 1929 begonnen. Sie erstreckte sich über die gesamte Länge des Landes und bestand aus einer Vielzahl von Erd- und Betonbunkern, die über leichte und schwere Bewaffnung verfügten. Die Stalin-Linie oder auch Leningrad-Linie, wie die im Norden stehenden deutschen Soldaten sie nannten, bereitete den Truppen der Wehrmacht nach dem Einmarsch in Russland erhebliche Probleme. Die wichtigsten Zonen waren von gut gesicherten Stellungen umgeben. Auf ihrem Weg nach Leningrad mussten die deutschen Panzerverbände die bis zu 10 Kilometer tief gestaffelte Verteidigung durchbrechen. Dazwischen stießen sie immer wieder auf kleinere Stellungen mit gut getarnten, gepanzerten Kuppeln, unter denen sich Artillerie und Maschinengewehre verbargen. Den Gegner hier auszuschalten, kostete viel Zeit. Die ganze Gegend um die 46 Kilometer südlich von Leningrad gelegene Stadt Krasnogwardeisk war nach allen Regeln der Kunst befestigt worden. Die Russen hatten sie zu einem starken Vorposten ausgebaut. Anfang September 1941 stießen die Deutschen hier auf hartnäckigen Widerstand. Alle Straßen und Schienenstrecken nach Leningrad führten durch die Stadt, die damit das wichtigste Bollwerk der russischen Verteidigung bildete. Die Truppen der Roten Armee verteidigten die Stadt unnachgiebig und schlugen die Angriffe der deutschen Infanterie wiederholt zurück. Krasnogwardeisk konnte von den Deutschen erst nach massiven Angriffen auf die Stalin-Linie und nach schweren Stellungskämpfen eingenommen werden. Der Durchbruch gelang schließlich nur dank der kampferfahrenen Panzerkommandanten, die mit aller Härte angreifen ließen. Auf diese Weise überrollte die 6. Deutsche Panzerdivision innerhalb einer Woche alle Verteidigungswälle, vernichtete 12 befestigte Stellungen, wehrte mehrere Gegenangriffe ab und nahm über 300 befestigte Bunker ein. Wie bei allen Operationen in Russland sollte sich jedoch auch hier bald abzeichnen, dass die Mittel, die den deutschen Befehlshabern zur Bewältigung ihrer Aufgaben zur Verfügung standen, bei weitem nicht ausreichen würden. Doch noch waren die Truppen der Heeresgruppe Nord gut gerüstet. Unter dem versierten Kommando von Generalfeldmarschall von Leeb gelang es ihnen, alle von Hitler gesetzten Ziele zu erreichen. Sie besetzten die strategisch wichtigsten Punkte des Baltikums, bauten sie in kurzer Zeit zu starken Stützpunkten aus und stießen dann unverzüglich nach Leningrad vor. Ab Oktober 1941 schwankte Hitler zwischen einem Großangriff auf die Ukraine und einem Angriff auf Moskau, dem sowjetischen Machtzentrum. Das Nachsehen hatte die Heeresgruppe Nord. Die Wehrmachtführung versäumte es, von Leebs Truppen rechtzeitig mit ausreichend Nachschub zu versorgen, was es ihr später unmöglich machen sollte, Leningrad zu erobern. Im Norden entwickelte sich der Kampf um die Stalin-Linie zu einem zermürbenden Albtraum. Die deutschen Gefallenenzahlen erreichten Dimensionen wie im Ersten Weltkrieg. Die Soldaten der Roten Armee waren sehr geschickt darin, bewohnte Gebiete zu ihrer Verteidigung zu nutzen. In kurzer Zeit bauten sie ganze Dörfer in festungsartige Stellungen um. Die Holzhäuser wurden mit gut getarnten Geschützpforten versehen, die an der Oberseite mit dem Erdboden abschlossen. Innen waren die Wände mit Sandsäcken oder Erde verstärkt.
Die Dächer bekamen Seeschlitze für die Feindbeobachtung. Zusätzlich grub man Bunker in die Erde und verband sie über enge Schützengräben mit den angrenzenden Häusern. Von außen wirkten die Ansiedlungen unbewohnt und wurden von den deutschen Spähtrupps meist viel zu spät erkannt. Damit die Tarnung nicht aufflog, durften Wasser und Lebensmittel erst nach Einbruch der Dunkelheit besorgt werden. Die Russen blockierten wichtige Zufahrtswege mit geschickt getarnten Panzerabwehrkanonen oder eingegrabenen Panzern. Die Wracks zerstörter Panzer wurden zu Beobachtungsposten oder Geschützstellungen umfunktioniert. Darunter setzte man Bunker, die den Soldaten als Quartier dienten. Auch größere Gebäude, die durch feindliches Artilleriefeuer oder bei Luftangriffen zerstört worden waren, wurden als Verteidigungspunkte genutzt. Die zerstörten Mauern verdeckten die schweren Geschütze und dienten als Schutzschild für die darunterliegenden Bunker. Die russischen Soldaten ließen sich selbst durch schweren Beschuss nicht vertreiben. Erst der erbarmungslose Kampf Mann gegen Mann brachte den Durchbruch. Nur mit Hilfe von Handgranaten und Flammenwerfern konnten die Deutschen die feindlichen Stellungen erobern. Wenn sich die Russen zurückziehen mussten, steckten sie ihre Gefechtsstände in Brand oder sprengten sie in die Luft. Burgen, ehemalige Landsitze und größere Gehöfte ließ man äußerlich unversehrt zurück. Innen hatte man sie jedoch mit Zeitbomben versehen, die oft erst nach Wochen explodierten. Auf diese Weise gelang es, deutsche Stützpunkte komplett in die Luft zu jagen. Die Vorstellung, dass Bahnhöfe, Brücken, alle zentralen Punkte mit Zeitbomben versehen sein könnten, stellte eine große psychische Belastung für die deutschen Soldaten dar. Völlig neu für die Truppen der Wehrmacht waren auch die Waldbrände, die von russischer Seite gezielt entfacht wurden. Im Juli und August, als die Bäume trocken wie Zunder waren, versuchte man, die Deutschen auf diese Weise vom Vormarsch auf Leningrad abzuhalten. Die körperlichen und seelischen Auswirkungen waren verheerend. Das bedrohliche Knistern der brennenden Bäume, der beißende Rauch, die unerträgliche Hitze und das Gefühl, den Flammen schutzlos ausgeliefert zu sein, demoralisierten die Männer. Nach zähen, zermürbenden Gefechten, bei denen einige SS-Polizeidivisionen besondere Erfolge erzielten, gelang es der Heeresgruppe Nord, die Stalin-Linie Anfang September zu durchbrechen und weiter auf Leningrad vorzurücken. Unter dem Kommando von Wilhelm von Leeb nahm sie als nächstes die Stadt Nowgorod ein. Ein strategisch wichtiges Ziel auf dem Weg nach Norden und eine der ältesten Städte Russlands. Bis zum letzten Moment hatten ihre Verteidiger versucht, sie zu halten. Sie mussten sich aber geschlagen geben, nachdem die Deutschen bei einem toten sowjetischen Offizier den Verteidigungsplan für Nowgorod gefunden hatten. Auch die Panzergruppe 4 rückte unter der Führung von General Höppner unaufhaltsam auf Leningrad vor. Allerdings kam sie nicht mehr so schnell voran wie im Sommer. Während des Zweiten Weltkriegs war Leningrad ein wichtiger Pfeiler der sowjetischen Rüstungsindustrie. Von hier aus wurden die im Norden stehenden Truppen der Roten Armee mit Ausrüstung und Reserven versorgt. Als die Wehrmacht immer näher auf Leningrad vorrückte, wurden aus den Einwohnern der Stadt Milizdivisionen zusammengestellt und den Deutschen in einem letzten verzweifelten Schritt entgegengeworfen. Nach einer nur 16-stündigen Einweisung schickte man die 1. Division an die Front, gerade einmal 6 Tage, nachdem sie formiert worden war. Die 2. Division marschierte bereits 2 Tage nach ihrer Aufstellung los, die 3. sogar noch am gleichen Tag.
Manche Russen wussten nicht, welche Seite die schlimmere war. Ein älterer sowjetischer Offizier soll später berichtet haben, man hätte die Wahl zwischen zwei Diktatoren gehabt. Hitler auf der einen Seite, Stalin auf der anderen. Er sei für den gewesen, der Russisch sprach. Zunehmend schwierig wurde es für die deutschen Truppen, als die schweren russischen KV-1-Panzer und die T-34-Panzer in die Schlacht geführt wurden. Beide Modelle waren den deutschen Panzern in Armierung und Feuerkraft klar überlegen. Ihre schwere Panzerung konnte von den deutschen 37mm Panzerabwehrkanonen nur im günstigsten Fall durchschlagen werden. Nicht umsonst wurden die 37mm Geschütze von den deutschen Soldaten Panzeranklopfkanone genannt. Wie sollte man damit gegen den KV-1 ankommen? General Erhard Raus, Kommandant der 6. Panzerdivision der Heeresgruppe Nord, schrieb in seinem Bericht über den ersten Kontakt mit dem neuen sowjetischen Panzer: Plötzlich tauchte zum ersten Mal ein Bataillon schwerer feindlicher Panzer unbekannten Typs auf. Sie überrollten das gepanzerte Infanterieregiment und brachen in die Artilleriestellungen ein. An ihrer schweren Panzerung prallten alle Projektile der Abwehrkanonen ab. 100 deutsche Panzer waren nicht in der Lage, die 20 russischen gepanzerten Fahrzeuge zu knacken und erlitten schwere Schäden. Mehrere tschechische Panzer, die sich mit Maschinenschaden in den Getreidefeldern festgefahren hatten, wurden von den gegnerischen Monstern planiert. Das gleiche Schicksal widerfuhr einer Batterie von 150mm Haubitzen, die bis zur letzten Minute feuerten. Sie landeten zwar mehrere Treffer aus 200 Metern Entfernung, ihre Granaten waren aber nicht in der Lage, auch nur einen einzigen dieser Panzer außer Gefecht zu setzen. Die Lage wurde kritisch. Nur die 88mm Flak konnte ein paar KV-1 liquidieren und zwang die anderen schließlich zum Rückzug in die Wälder. Zum Glück für die Heeresgruppe Nord war von den neuen russischen Panzern noch keine hohe Stückzahl produziert worden und ihre Technik noch nicht bis ins Letzte ausgereift. Nachdem sich die russischen Panzereinheiten zurückgezogen hatten, ging der deutsche Vorstoß auf Leningrad weiter. Bis September 1941 hatte die Heeresgruppe Nord die im Baltikum stehenden sowjetischen Truppen der Nordwestfront großteils vernichtet. Eine Katastrophe für die Rote Armee. Stalin war außer sich. Da Leningrads Schicksal nun an einem seidenen Faden hing, sah sich Stalin zum nächsten Schritt gezwungen. Er übertrug Marschall Georgi Schukow das Kommando über die Leningrader Front und ließ ihn die Verteidigung der bedrohten Stadt gegen die deutschen Truppen leiten. Bei ihrem Vorstoß auf Leningrad machte die Heeresgruppe Nord immer wieder Gefangene. Im sogenannten Oranienbaumkessel, ca. 25 Kilometer westlich der Stadt, wurden ganze Divisionen von ihren Truppenverbänden isoliert und eingekreist. Der Kessel umfasste ein schmales, halbkreisförmiges, von der Roten Armee besetztes Gebiet. Ein Gebiet, das die Heeresgruppe Nord trotz mehrfacher Versuche nie besetzen konnte. Oranienbaum war und blieb ein Stachel im Fleisch der 18. Armee.
Doch davon abgesehen rückten die deutschen Truppen mit Hilfe der Panzergruppe 4 unablässig nach Nordosten vor. Dabei wurden kleinere Truppenverbände der sowjetischen 8. Armee bis an die Küste zurückgedrängt. Dennoch gelang es ihnen, die Stadt Oranienbaum 3 Jahre lang gegen die Wehrmacht zu halten. Dem dabei errichteten Brückenkopf sollte später noch eine große strategische Bedeutung zukommen. Besonders wichtig in der Region die Festung Kronstadt auf der Ostseeinsel Kotlin, die über einen Damm mit Leningrad verbunden war. Seit 1703 diente sie als russischer Marinestützpunkt. Kronstadt schützte den Zugang nach Leningrad von der Ostsee her und musste daher unbedingt gehalten werden. Denn wenn es der Heeresgruppe Nord gelingen würde, die Insel zu besetzen, wäre Leningrad von jeglicher Versorgung abgeschnitten. Eine Blockade hätte entsetzliche Folgen. Am 4. September 1941 meldete der Kommandant des 1. Panzerregiments, seine Einheit habe die Leningrader Stadtgrenze erreicht. Zur gleichen Zeit rückten andere Einheiten der 18. Armee auf die östlich gelegene Stadt Schlüsselburg vor. Als sie dort 4 Tage später eintrafen, schloss sich der deutsche Würgegriff um Leningrad. Durch die Eroberung von Schlüsselburg wurde die Landverbindung in die 3,3 Millionen Einwohner zählende Stadt unterbrochen. Während die ersten deutschen Einheiten tief ins russische Hinterland vorpreschten und Tikhvin erreichten, fielen die ersten Granaten auf die Hauptstadt. Damit begann ein weiteres grausames Kapitel des Zweiten Weltkriegs: die 900-tägige Belagerung von Leningrad. Yeah.